Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan für Vatican Media. Willkommen zur Übertragung der Messe zum Totengedenken an aller Seelen mit Papst Franziskus. Heute am 2. November aus der Kirche zur schmerzhaften Mutter Gottes am Campo Santo Teutonico, dem deutschen Friedhof im Vatikan. Am Mikrofon für Vatican News begrüßt sie Melanie Rosenbaum. Die Messe hat begonnen, bereits vor einigen Minuten, und Papst Franziskus ist eingezogen zum Klängen des Requiems, das die Schola singt, und wird gleich diese Feier liturgisch eröffnen. Ein Gruß an alle, die uns über die Webseite, Apps oder YouTube oder die Facebook-Seite zuhören, zuschauen, und an unsere Partnersender Radio Horeb, Radio Maria, Österreich und Schweiz und die katholischen Fernsehsender EWTN TV und KTV Fernsehen. Santo Padre, caro Papa Francesco, le rivolgo il mio cordiale fraterno. Der Rektor des Campo Santo begrüßt Papst Franziskus. Herzlich und brüderlich im Namen des Kollegiums der Erzbruderschaft der Heiligen, der schmerzhaften Mutter Gottes, und erklärt sich in Gemeinschaft mit all denen, die uns vorausgegangen sind und die hier, also im Friedhof des Camposanto, den Schlaf des Friedens schlafen. Unsere heiligen Nachbarn von nebenan. Die uns jeden Tag daran erinnern, dass wir, auch wenn unsere irdische Lebenszeit abgelaufen ist, immer noch leben. In questa casa veniamo da culture e popoli diversi, parliamo lingue diverse. In diesem Haus kommen wir aus verschiedenen Kulturen und Völkern, wir sprechen verschiedene Sprachen, und so viele Dinge können uns unterscheiden. Aber nichts davon hat uns daran gehindert, uns zu treffen und froh zusammen zu sein. Dies ist möglich, weil wir wissen, dass einer, nämlich Gott, uns zu Brüdern und Schwestern macht. Caro Padre, la sua presenza fra noi questo pomeriggio come pellegrino tra i pellegrini. Ihre Anwesenheit, Heiliger Vater, unter uns heute Nachmittag als Pilger unter Pilgern ist eine Quelle großer Freude für uns. Wir wollen uns einstimmen mit ihrem Herzen und mit ihrer Lehre und das Geschenk ihrer Zärtlichkeit als Vater und Freund entgegennehmen. Danke, Papst Franziskus. Soweit die Worte des Rektors. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Nach der liturgischen Eröffnung folgt nun das Schuldbekenntnis.
confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato, pensieri, parole, opere, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Es folgt das Kyrie aus der Missa Mundi aus dem Gotteslob 104 fortfolgende. Nella tua bontà, o Padre, ascolta le preghiere che ti rivolgiamo, perché cresca la nostra fede nel Figlio tuo risorto dai morti e si rafforzi la speranza. Allmächtiger Gott, wir glauben und bekennen, dass du deinen Sohn als ersten von den Toten auferweckt hast. Stärke unsere Hoffnung, dass du auch unsere Brüder und Schwestern auferwecken wirst zum ewigen Leben. Dal libro di Giobbe. Rispondendo, Giobbe prese a dire: Oh, se le mie parole. Lesung aus dem Buch Hiob. Hiob sprach: Würden meine Worte doch geschrieben, würden sie doch in ein Buch eingeritzt, mit eisernem Griffel und mit Blei, für immer gehauen in den Fels. Doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Als Letzter erhebt er sich über den Staub. Ohne meine Haut, die so zerfetzte, und ohne mein Fleisch werde ich Gott schauen. Ihn selber werde ich dann für mich schauen. Meine Augen werden ihn sehen, nicht mehr fremd. Parola di Dio. Memento mei, Domine Deus, dum veneris in regnum tuum. Memento mei, Domine Deus, dum veneris in regnum tuum. Dominus pacit me, et nimihi deherit, in pascobis ferentibus me collocavit. Super aquas quietes seduxit me, anima meam refecit. Memento mei, Domine Deus,
sit mes super semitas justitiae, propter nomen suum. Nam et si ambula vero in vale umbre mortis, non timebo mala, quoniam tu mecum es. Toba et baculos tobos, ipsa me consolata sunt. Parasti in conspecto meo mensam, adversus eius qui tribulant me. Quasti in oleo caput meum, et calix meus redundat, et enim benignitas et misericordia subsequentur me, omnibus diebus vitae meae, et inhabitabo in domo Domini, in longitudinem dierum. Memento mei, Domine Deus, cum elene enis in plenum tuum. Wir haben gerade auf Latein den 23. Psalm gehört, mit dem Kehrvers: Gedenke meiner Herr, wenn du in dein Reich kommst. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, la speranza non delude. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno osserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Schwestern und Brüder, alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sodass ihr immer noch Furcht haben müsstet, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, in dem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann noch Erben. Per mezzo della morte del figlio suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio. Christus fiincit, Christus regnat,
Christus imperat. Christus regiert, Christus regnat, Christus imperat. Venite benedicti patris mei, dicit Dominus. Possidet apparatum fabis regnum a constructione mundi. Christus regit, Christus regna, Christus imperat. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In quel tempo Gesù disse alla folla: Tutto ciò che il Padre mi dà. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich keinen von denen, die er mir gegeben hat, zugrunde gehen lasse, sondern dass ich sie auferwecke am jüngsten Tag. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat und dass ich ihn auferwecke am jüngsten Tag. Parola del Signore. Giove sconfitto, anzi finito. Job ist besiegt. Ist eine Existenz zu Ende, von Krankheit besiegt. Con la pelle strappata via quasi. Mit der Haut weggerissen, quasi kurz vorm Tod, quasi schon ohne Fleisch. Giove ha una certezza. Hiob hat eine Sicherheit. Und er sagt es. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er sich als Letzter über den Staub erheben wird. In dem Moment, wo Hiob völlig am Ende ist, gibt es noch eine Umarmung von Licht und Wärme, die ihm versichert: Ich werde meinen Erlöser sehen. Mit diesen Augen werde ich ihn sehen. Ich werde ihn mit meinen Augen sehen. Meine Augen werden ihn sehen. Nicht mehr fremd. Und in diesem Moment, wo das Leben quasi zu Ende ist, gibt es immer noch die Hoffnung, die christliche Hoffnung. Eine Hoffnung, die ein Geschenk ist. Wir können sie nicht haben. Es ist ein Geschenk, das wir erbitten müssen.
Herr, gib mir die Hoffnung. Es gibt so viele schlimme Dinge, die uns zu Verzweiflung treiben können. Man kann glauben, dass am Ende wirklich nur ein allgemeines Besiegtsein stehen wird und dass nach dem Tod nichts sein wird. Aber die Stimme Hiobs kommt wieder und wieder. Ich weiß, doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Als letzter erhebt er sich über dem Staub. Ich selbst mit diesen Augen. Die Hoffnung täuscht nicht, sagt Paulus. Die Hoffnung zieht uns an und gibt dem Leben einen Sinn. Ich sehe das Jenseits nicht, ich sehe nicht weit voraus. Aber die Hoffnung ist das Geschenk Gottes, das uns zum Leben hinzieht, zur ewigen Freude hinzieht. Die Hoffnung ist ein Anker. Wir an der anderen Seite verankert sind. Wir sind an der Seite der Schnur und halten uns fest. Ich weiß, mein Erlöser lebt, ich werde ihn sehen. Und das zu wiederholen in den Momenten der Freude und in den schlimmen Momenten. Und sind wir ganz ehrlich, auch im Moment des Todes. Diese Gewissheit ist ein Geschenk Gottes. Denn wir könnten diese Hoffnung nie mit unseren Kräften haben. Wir müssen sie erbitten. Die Hoffnung ist ein Gratisgeschenk, umsonst gegeben, das wir nie verdienen. Es ist gegeben, geschenkt. Es ist Gnade. Und das bestätigt der Herr. Diese Hoffnung, die nicht enttäuscht, alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Das ist das Ende der Hoffnung, zu Jesus zu gehen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Der Herr, der uns empfängt, dort, wo der Anker verankert ist. Das Leben in der Hoffnung ist so zu leben, sich festzuhalten, mit am Tau festzuklammern, festzuhalten, wissend, dass der Anker dort oben verankert ist. Und dieser Anker enttäuscht nicht, wirklich enttäuscht nicht. Heute, wo wir an so viele Brüder und Schwestern denken, die von uns gegangen sind, tut es uns gut, die Friedhöfe anzuschauen und nach oben zu schauen und zu wiederholen, wie Hiob: Ich weiß, mein Erlöser lebt. Und ich werde ihn selber werde ich dann für mich schauen. Meine Augen werden ihn sehen. Nicht mehr fremd. Und das ist die Kraft, die uns die Hoffnung gibt. Dieses umsonst gegebene Geschenk der Tugend der Hoffnung, das der Herr uns allen geben möge. Soweit die Worte der kurzen, spontanen Predigt von Papst Franziskus in der Messe zu aller Seelen, zum toten Gedenken aus der Kirche zur schmerzhaften Mutter Gottes am Campo Santo Teutonico im Vatikan, dem deutschen Friedhof. Die Hoffnung ist ein Geschenk und wir müssen sie erbitten und in ihrer Zuversicht sprechen: Ich weiß, mein Erlöser lebt.
gesehen, dass in der Kirche nur diejenigen versammelt sind, die eben in diesem deutschen Kolleg leben und arbeiten. Die Schwestern, die Kollegiaten, die Scholer aus den Kollegiaten und einige Mitarbeiter. Denn Papst Franziskus hat diese Messe im privaten Kreis auch der Pandemie wegen feiern wollen. Er hatte auch heute Morgen schon in einem Tweet einen Gedanken an all diejenigen gerichtet, die während der Pandemie allein gestorben sind und diejenigen, die ihr Leben verloren haben, während sie für die anderen gesorgt haben. Auch in dieser Messe gedenkt er eben an alle die, die während der Pandemie verstorben sind. Und ruft uns auf, die Hoffnung nicht zu verlieren. La meta della nostra speranza è l'abbraccio amoroso e appassionato del Padre che ci attende nella gioia del cielo. Das Ziel unserer Hoffnung ist die liebevolle und leidenschaftliche Umarmung des Vaters, der uns in der Freude des Himmels erwartet. Bitten wir ihn um seine Hilfe, damit er uns zu sich zieht und uns in den Prüfungen dieses Lebens unterstützt. Für Papst Franziskus, damit sein Instinkt, der Heilige Geist und die Liebe seines Volkes, das Jesus Christus nachfolgt, ihn weiterhin jeden Tag und jeden Augenblick unterstützen und leiten können in seinem Werk der Reinigung der Kirche, die auch heute noch lebt und aufgebaut wird. Preghiamo. Misericordia Domini, in eternum cantamus. Misericordia Domini, in eternum cantamus. Per tutti i migranti, cuore aperto al mondo intero. Für alle Migranten, das offene Herz der ganzen Welt, damit sie mit ihren zerrissenen Leben auf der Flucht vor Kriegen, Naturkatastrophen und Verfolgungen willkommen geheißen, geschützt, gefördert und integriert werden können. Denn von jedem kann man etwas lernen und niemand ist nutzlos. Misericordia Domini, in eternum cantamus. Misericordia Domini, in eternum cantamus. Perché il dolore, l'incertezza, il timore e la consapevolezza dei propri limiti che ha suscitato la pandemia faccia risuonare l'appello a ripensare. Dass der Schmerz, die Ungewissheit, die Angst und das Bewusstsein der eigenen Grenzen, welche die Pandemie mit sich gebracht hat, in uns den Ruf nach einem Überdenken unserer Lebensweise, unserer Beziehung, der Organisation unserer Gesellschaften und vor allem den Sinn unserer Existenz nachklingen lässt. Misericordia. Perché il popolo di Dio sperimenti una Chiesa più umana e vicina. Dass das Volk Gottes eine menschlichere und ihm nahe Kirche erleben kann. Eine Gemeinschaft wie eine Familie,
die die Mühen der Einzelnen und der Familien mitlebt, damit sie es versteht, die Liebe zur Wahrheit und die Liebe zu jedem Menschen miteinander zu vereinen. Preghiamo. Misericordias Domini, in eterno cantabo. Misericordias Domini, in eterno cantabo. Per tutti i defunti, per i morti senza volto, für alle Verstorbenen, für die Toten ohne Gesicht, ohne Stimme und ohne Namen, dass Gott der Vater sie in den ewigen Frieden aufnimmt, wo es weder Angst noch Schmerz gibt. O Vater, unsere Heiligen im Himmel beten mit uns und für uns. Vereinigen wir unsere Bitten mit den ihren, auf dass du sie erhörst und uns fähig machst, so zu sein, wie du uns willst.
Wir haben gerade näher, mein Gott, zu dir aus dem Gotteslob gehört. Und nun halten wir einen Moment der Stille nach der Kommunion hier in der Messe zum Totengedenken an aller Seelen aus der Kirche zur schmerzhaften Mutter Gottes am Campus Santo Teutonico, der Kirche auf dem Deutschen Friedhof im Vatikan, die Papst Franziskus hier heute mit uns feiert. Preghiamo. Lasset uns beten. Per la comunione al corpo e al sangue di Cristo e fondi, o Signore, la tua misericordia su tutti i tuoi fedeli defunti. E a quanti hanno ricevuto la grazia del battesimo, concedi la pienezza della gioia. Barmherziger Gott, wir haben das Opfer dargebracht, das du in Gnaden annimmst. Erbarme dich unserer Verstorbenen. Du hast in der Taufe als deine Kinder angenommen. Schenke ihnen in der Freude des Himmels das verheißene Erbe. Es folgt nun der feierliche Schlusssegen. Il Dio di ogni consolazione che nella sua bontà ineffabile ha creato l'uomo e nella resurrezione del suo figlio unigenito ha concesso ai credenti. Die Gnade seines Segens schenke euch der Gott allen Trostes, der uns aus Liebe erschaffen und uns in Christus die Hoffnung auf die selige Auferstehung geschenkt hat. Den Lebenden gefähre er die Verzeihung der Sünden, die Verstorbenen führe er in sein Licht und in seinen Frieden. Der Lebenden und der Toten erbarme sich Christus, der wahrhaft aus dem Grabe erstanden ist. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Mit dem Schlusssegen ist nun diese heilige Messe zum Totengedenken aller Seelen im Campus Santo zu Ende gegangen.
während wir jetzt die Orgel noch gehört haben und die Bilder aus der Kirche, hat sich natürlich dort die Prozession wieder aufgebaut, denn der Papst wird, wie es üblich ist, an einem 2. November auch noch den Friedhof besuchen und eine Gräbersegnung vornehmen. In den vergangenen Jahren hat Papst Franziskus am 2. November an aller Seelen immer verschiedene Friedhöfe besucht. Letztes Jahr war er in den Priscilla-Katakomben an der Via Salaria, von denen er übrigens sagt, es sei das erste Mal, dass er eine Katakombe betreten habe. Und im Jahr davor, 2018, war er auf dem Friedhof Laurentina in den südlichen Pforten Roms und hat dort auch einen Halt an dem berührenden Garten der Engel gemacht, die Gräber der Kinder, die früh durch Krankheit oder Unfall gestorben sind und derjenigen, die nie geboren wurden. Also diese Besucher an aller Seelen haben Tradition. Und vielleicht ist es auch der Pandemie geschuldet, dass er diesmal im Campo Santo Teutonico geblieben ist, die deutsche Enklave, wirklich einen Steinwurf entfernt von St. Martha, von der Residenz von Papst Franziskus. Der Campo Santo ist sehr alt, eine deutsche Nationalstiftung in Rom, und befindet sich auf dem Gelände des Neronischen Zirkus, wo unseres Wissens nach im Jahre 67 oder 64 die Christen das Martyrium erlitten haben. Und im 8. Jahrhundert ist also diese Camposanto Nationalstiftung 799 erstmal erwähnt als Schola Francorum. Und diese Stiftung ist auch im Besitz einer Erzbruderschaft. Und der Mitglieder kommen aus dem deutschsprachigen und niederländisch-flämischen Kulturbereich und haben hier das Begräbnisrecht. Und die Zuschauer haben auch gesehen und sich vielleicht gewundert, dass dort eine Person dabei war, der aussah wie eher wie ein evangelischer Pfarrer, schwarze Kleidung und dann ein weißes Bäffchen. Aber das ist die typische Kleidung der Brüder der Erzbruderschaft, die eben als arme Seelenbruderschaft, als ja, Totengräber, als die, die für die Sorge der Pilger in Rom im 8. Jahrhundert und später zuständig war und die eben dort auch viele Pilger hat bestatten müssen. Denn die Reise nach Rom zu diesen Zeiten war sehr beschwerlich und viele sind nicht wieder zurückgekehrt. Wir hören im Hintergrund den Rektor, der vermutlich dem Heiligen Vater einige Dinge erklärt, aber leider ist das Audio nicht so, dass wir das jetzt verstehen und übersetzen könnten. Aber wir sehen eben hier weiter Teile des Altarbilds. Im Mittelbild hatten wir die Beweinung Christi gesehen und rechts haben wir eine Anna Septrit und die Apostel Jakobus und Paulus. Das war ursprünglich ein Flügelaltar, der die Ikonografie passt natürlich ganz besonders mit dem Motiv der Grablehne der Beweinung Christi zu dem Friedhof. Sie sehen noch, dort sind viele Gräber, auch von Ordensgemeinschaften, die in Rom ihren Sitz haben. Und wir erwarten eben, dass Papst Franziskus gleich in Prozession auf diesen Friedhof zieht und dort die Gräber segnet. Hier sehen wir dazu mal im Bild das Altarbild. Der Künstler ist unbekannt. Es könnte niederländisch sein oder nordisch-italienisch. Aber genaueres wissen wir nicht. Wir sehen, dass es ein altes Altarbild ist, die eben die Landschaft der damaligen Zeit, 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert wiedergibt. Und dazu Christus auf einem Leichentuch und Maria, die ihn beweint. Zu Rechten die Johannes der Täufer und Apostel Petrus und Jakobus und Paulus zur Rechten. Und daneben weiter außen, schon erwähnt, die Anna Septrit, Anna, Maria und das Jesuskind. Auf dem Friedhof liegen berühmte und weniger berühmte eben Ordensgemeinschaftsangehörige,
aber auch Maler Josef Anton Koch, Archäologen Ludwig Curtius, Stefan André als Schriftsteller, natürlich die ehemaligen Rektoren dieses päpstlichen Kollegs im Vatikan. Aber auch einfache Gläubige, zum Beispiel hat Papst Franziskus auch schon erwähnt, dass dort auch ein Obdachloser bestattet ist. Jetzt sehen wir Papst Franziskus, der eben die ersten Schritte auf dem Campus hinaus tut, begleitet vom Rektor. Und er hält eben genau an diesem Grab unter anderem eines der Obdachlosen. Der Camposanto ist eingeteilt hier in vier Grabfelder, die etwas erhöht sind. Deshalb sah man eben die Gänge und den Papst ebenerdig und dann Gräber sozusagen eine Etage über ihm. Und der Papst segnet nun die Gräber, stellvertretend für alle unsere Verstorbenen. Auch die, von denen wir uns vielleicht nicht haben verabschieden können, da sind wir eingeladen, auch für die ein kurzes Gebet zu sprechen. Der Papst hat schon heute Morgen einen Tweet abgesetzt, in dem es hieß, heute beten wir für alle unsere Verstorbenen, besonders für die Opfer des Coronavirus, für jene, die einsam und ohne die liebevolle Nähe ihrer Angehörigen gestorben sind und für alle, die ihr Leben im Dienst an den Kranken hingegeben haben. Nähert sich nun auch einer der Kreuzwegstationen, für die der Camposanto auch berühmt und bekannt ist. Camposanto heißt übrigens heiliges Feld. Etwa seit dem 14. Jahrhundert heißt es so. Und man kann nicht so genau sagen, ob das jetzt mit der Christenverfolgung unter Nero zusammenhängt oder vielleicht auch eher mit der Übertragung von Erde aus dem Heiligen Land und der dann weit verbreiteten Meinung, der Camposanto sei eben durch diese Erde aus dem Heiligen Land besonders privilegiert. Aber auch bevor diese Sage entstand, seit dem 2. Jahrhundert sind in seinem Umfeld Gräber bekannt. Und er ist gartenartig angelegt und das war schon seit Beginn so. Grabplatten, Gruften, Erdgräber, aber eben doch wie in der Tradition der ersten Märtyrer. Und der Papst hält eben jetzt gerade vor dem Denkmal der Salvatorianer an. Die Gründerin liegt dort bestattet. Und im Zentrum steht ein Kreuz, das wir vielleicht gleich nochmal sehen werden. Jetzt sehen wir im Schild Camposanto Teutonico auch nochmal die Geschichte des Camposanto beschrieben, als eben eine jahrhundertealte Einrichtung, als deutsche Nationalstiftung, aber eben im Vatikan, innerhalb der Mauern. Eine Enklave. Deutsche Pilger können immer an der Schweizer Garde fragen, wenn sie ihn besuchen wollen. Und so verlässt nun Papst Franziskus, gestützt vom Rektor, den Camposanto Teutonico, den deutschen Friedhof im Vatikan. Und wird sich nun in die Grotten begeben, unter dem Petersdom, wo unter anderem auch viele Päpste bestattet sind. Gut, 23 liegen dort im Petersdom bestattet.
Mit diesen Bildern geht nun der Besuch von Papst Franziskus am Campo Santo Teutonico, dem deutschen Friedhof im Vatikan, zu Ende. Er hat hier die Messe zum Totengedenken an aller Seelen heute mit uns am 2. November gefeiert. Und Sie können die Zusammenfassung seiner Predigt, weitere Informationen über Termine und Aktivitäten und auch Texte anderer Ansprachen und Predigten immer auf unserer Homepage finden, www.vaticannews.va, sowie in unserem Newsletter, den Sie dort kostenlos bestellen können, oder auf unserer Facebook-Seite. Ein Hinweis zum Programm noch. Am Mittwoch übertragen wir die Generalaudienz, die wieder pandemiebedingt ohne Pilger und apostolischen Palast stattfinden wird. Und am Donnerstag, 5. November um 11 Uhr die Gedenkmesse für die im zurückliegenden Jahr verstorbenen Kardinäle und Bischöfe. Und am nächsten Sonntag natürlich den Angelus. Alles wie immer mit deutschem Kommentar. Vielen Dank, dass Sie uns heute zugehört und zugeschaut haben. Direkt oder über unsere Partnersender. Wir waren verbunden mit Radio Horeb, Radio Maria Österreich und Schweiz und den katholischen Fernsehsendern EWTN TV und KTV Fernsehen. Ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Allerseelentag. Am Mikrofon durfte Sie begleiten für Radio Vatikan Melanie Rosenbaum. Hier war Vatican Media, Laudetur Jesus Christus.